Also Manuel Rifa, The Big F, trifft auf The Fork Enrico Carrara aus Italien. Rifa vom MTSB Fightsport in Brück. Und ja, ich rätsel immer Roger oder Roger mit Roger Ruby in seiner Ecke. Und mit Carrara hat er eine richtige harte Nuss zu knacken. Nicht nur, dass der italienischer Champion im Muay Thai ist, er ist auch bei Lions Fight in den USA, ist er World Champion im Muay Thai. Also das ist jetzt nichts, was man eben mal so im Vorbeigehen mitnimmt. Also man sieht auch den Kampfrekord, 80 Kämpfe, 71 Siege, 39 durch Knockout. Die doppelte Anzahl von dem, was Manuel Rifa hat. Aber 39 Kämpfe hat der Schweizer mit Wurzeln, die in Angola liegen. 38 Siege, nur eine einzige Niederlage und 11 Knockouts. Also das ist schon nicht ohne. Beide tauschen jetzt erstmal ein paar Low-Kicks aus. Gut weg, wenn er merkt, Carrara will offensiv werden und Aktionen bringen. Es wäre auch nicht gerade klug, da stehen zu bleiben. Rifa hat immer angetestet, okay, wo kann ich einen Clinch ansetzen, wo kann ich dann weiter mich ranziehen, um Knietechniken zu bringen. Ist, wenn das immer so einfach wäre. Und vor allem, wenn man so nah am Gegner dran ist, in der Regel wenig von Erfolg gekrönt. Der Referee gibt natürlich das Stop-Kommando, aber er steht trotzdem zu weit weg von den Kämpfern. Nur die stehen relativ eben, standen sie relativ dicht beieinander. Wenn einer mal nicht richtig zuhört, geht das schon los und bis der Referee dazwischen ist, dann. Nee, das. Da müssen wir aufpassen. Also, das ist nicht gerade ohne. Zur zweiten Runde im WM-Duell zwischen Manuel Rifa und Enrico Carrara. Erste Runde
ja, kann man doch als Abtasten bezeichnen. Man guckt halt, wo kann man Lücken entdecken. Ich hätte jetzt aber erwartet, wenn ich ganz ehrlich bin, dass von Carrara, so von den Thai-Techniken, die jetzt hier noch erlaubt sind, dass da ein bisschen mehr kommt im Clinch. Das hat der Telena bisher noch nicht gezeigt, auch wenn er so mit dem Falsch nach oben geht. Eben Carrara gute Offensivaktionen gezeigt. Ja, wie gesagt, wenn es in den Clinch ist, hätte ich jetzt ein bisschen mehr von, würde ich jetzt ein bisschen mehr von Rifa noch erfahren, weil eigentlich, weil er auch im Muay Thai seine größten Erfolge gefeiert hat bisher. Die Rippen von Carrara, die auf der rechten Seite, die sind schon gut gerötet. Ja, da hat auch Rifa gemerkt, dass er eben die linke versucht nachzuziehen zum Körper. Kann man so ein bisschen erkennen. Und bis jetzt macht das The Big F recht gut. Schönes Knie von Rifa, der zum Körper gezogen. Ja, und da wie gesagt, das, jetzt sind sie im Clinch und ich bin ehrlich, das ist mir ein bisschen zu wenig, was Carrara da an Knientechniken zeigt. Weil wenn jemand bei Linefight, und das ist ja schon eine Hausnummer in den USA, dort einen Titel geholt hat, dann kommt es ja auch nicht von ungefähr. Knapp das Knie vorbeigeschossen. Gute Runde für Rifa. Runde. Beide Ecken lassen sich dann noch verdächtig viel Zeit. Bei Carrara wie auch bei Rifa. Jetzt lässt er Rifa ein bisschen abwischen. Das hätte man auch vor der, bevor es in die Runde geht, machen können. Aber gut, es ist ja kein Problem. Nichts passiert. Weiter geht's.
Frontkick von Riefer. Ja, aber da muss er eben jetzt auch Carrara ein bisschen aufpassen, wenn er den Kopf so runter nimmt und dann vorgeht. Ja, beide clinchen sich natürlich. Carrara mehr wie Riefer. Aber gearbeitet wird dann eher weniger. Für mich sind das Einzelaktionen. Hätte ich mir jetzt doch ein bisschen mehr erwartet. Ja gut, aber es steht natürlich auch einiges auf dem Spiel. Nichts weniger als die Weltmeisterschaft der WTKA. Jetzt hier mal ein paar Kombis von Riefer. Er versucht auch den Kopf von Carrara zu bekommen, zu greifen, um halt noch das Knie noch ein bisschen härter reinziehen zu können. Ja, da clincht Carrara gerne noch mal ein Stückchen länger. Macht man eigentlich ganz gerne, wenn so ein bisschen die Kondition so langsam nach unten geht. Also knallen sie auch wieder mit den Köpfen aneinander. Zwei Runden haben wir noch. Und ich würde mal meinen, dass Riefer jetzt nach drei Runden vorne liegen dürfte bei den Punktrichtern. Aber wie wir wissen, es hat in diesem Abend schon das eine oder andere Urteil gegeben, mit dem man so vielleicht nicht gerechnet hätte. Wieder. Also da dürfen sie sich nicht beschweren. Die Kämpfer, wenn jetzt mal der Ringrichter zugreifen, durchgreifen würde. Aber der lässt sie erstmal noch machen. Also Cut-Verletzung bei Carrara hin oder her. Wenn die Pause vorbei ist, ist sie vorbei. Kriege ich einen Cut nicht zu, muss der Arzt entscheiden, kann er weitermachen oder kann er nicht weitermachen. Aber nicht dann noch die Pause um 15 Sekunden oder so überziehen. Sollte man eigentlich, wenn es um einen Pro-Titel geht, sollte man da auf jeden Fall schon ein bisschen strenger sein. Weil sonst brauche ich die Regel auch nicht. Dann kann ich auch gleich sagen, ja, die Pause ist eine Minute und wenn er einen Cut hat, dann können wir nochmal 15, 20 Sekunden länger machen. Nee, also ist nicht. Kick zum Körper. Hat er gesehen, dass Carrara offen war unten? Ja, die rechte und linke von Carrara, ja, die waren nicht schlecht, nicht von schlechten Eltern. Aber die Deckung von Riefer hier einfach, das hat er gar nicht zugelassen. Die haben mal versucht, den Andy-Kick. Den Axe-Kick, der legendäre K1-Champion Andy Hook geprägt hat, wie wohl kaum ein anderer. Thank you.
Cut bei Carrara hat sich wieder geöffnet über seinem linken Auge. Unter dem rechten hat er, wie gesagt, auch noch einen. Oh, gesprungenes Knie. Nochmal ein Knie von Rifa. Und die beiden Dinge hat Carrara gemerkt. Jetzt hatte Rifa Carrara in der Ecke gestellt. Schade, dass beide wieder so nah am Clinch sind, dass sie leider keine Aktion mehr folgen lassen. Nochmal zwei knackige Knie von Rifa auf den Körper von Carrara. So, eine Runde haben wir noch und ich würde mal sagen, es läuft recht gut für Manuel Rifa. Und sollte er sich in der fünften und letzten Runde keinen großen Fehler mehr erlauben, ich glaube, dann wissen wir, der WM-Titel wird ins MTSB Fightsport von zurückgehen. Ja, ich bin mir sicher. Fünften und letzte Runde geht und wieder brauchen sie ein bisschen länger. Leute, was ist los? Also, klar hat man natürlich eine Top-Cut-Woman hier in der Ecke von Carrara, aber trotzdem, die Pause ist vorbei und wenn er nicht fertig ist, mein Gott, Arzt muss entscheiden, kann er nicht. Aber was soll das jetzt? Ganz ehrlich, was soll das jetzt? Hier 15 Sekunden wieder zu überziehen, also... Nicht, wenn es in meinen Augen nicht, wenn es um einen Pro-Titelkampf geht. Klar ist natürlich ein Abbruch immer eine blöde Sache, vor allem wegen Cut, weil man ja physisch immer noch in der Lage ist zu kämpfen. Aber deswegen gibt es halt eben auch die Regel, die sollte man meine Güte auch eben noch mal einhalten. Aber ich glaube, das ist, wenn jetzt, wie gesagt, Rifa sich da keinen großen Fehler mehr erlaubt, dann bin ich mir relativ sicher, da wird es nicht an einem Urteil zu deuteln geben. Klar, aufgrund der dunkleren Hautfarbe von Rifa sind Cuts natürlich immer ein bisschen schwieriger wahrnehmbar für die Zuschauer, vor allem im Fernsehen. Das sieht natürlich bei Carrara ganz anders da aus. Also, man sieht es halt eben unter dem rechten Auge, über der linken Augenbraue. Aber daran kann man auch mal erkennen, wie wichtig es ist, top ausgebildete Cutmen oder in dem Fall Cutwoman zu haben. So, und jetzt wird er angezählt, Carrara. Ich glaube, der, weiß ich, kann er noch mal, will er überhaupt noch mal? Nein, der Cut ist auf und ich habe nicht das Gefühl, dass wenn Carrara noch einmal will. So, jetzt was jetzt soll er noch mal abputzen. Hey, also, das muss dann schon auch in der neutralen Ecke gemacht werden und nicht hier in seiner eigenen Ecke. Aber ich habe so das Gefühl, Carrara, der will eigentlich gar nicht mehr. Er hat um den Kopf geschüttelt, klar, er hat auch den Treffer auf den Cut drauf bekommen. Jetzt sind es noch 1:18 in dieser fünften und letzten Runde. Aber für mich, wenn ein Kämpfer deinen Kopf schüttelt, assoziiere ich das, gebe ich ehrlich zu, damit, dass er halt eben nicht mehr weiterkämpfen möchte. Oh,
50 Sekunden hat Carrara noch hier zu überstehen. Die Frage ist, lässt es der Ringrichter so lange laufen? Da guckt er nicht mal hin. Da guckt er nicht mal hin und gibt den Kampf frei. Und jetzt hat wohl die Ecke von Carrara signalisiert, Leute, gut ist. Aufgabesieg für Manuel The Big F Riefer. Here's the man in the blue corner, Manuel